Der Weltraum beschäftigt uns jetzt, denn da tut sich was. Gegen Gefahren aus dem Weltall ist die Menschheit ja heute viel besser gerüstet als früher. Bei vielen Asteroiden kann man schon früh erkennen, ob sie die Erde treffen könnten. Inzwischen laufen auch Versuche, wie man einen solchen Asteroiden von seinem Kurs ablenken könnte. Und dazu schickt jetzt die ESA eine Sonde ins All. Gerade erst ein paar Jahre ist es her, dass ein Asteroid auf der Erde einschlug im russischen Tscheljabinsk. Er war mit 20 Metern nicht allzu groß, trotzdem wurden viele Menschen verletzt und der Schaden war beträchtlich. Hera heißt die europäische Sonde, die uns nun helfen soll, solche gefährlichen Himmelskörper abzuwehren. Dazu steuert sie den Asteroiden Dimorphos an, ausgerüstet mit 2 Kameras und 12 Messinstrumenten. Wenn es mal nötig wird, einen Asteroiden aus seiner Bahn abzulenken, müssen wir wissen, woraus diese Asteroiden gebaut sind und wie diese physikalischen Einschlagsprozesse funktionieren, und zwar im Detail. Hera liefert uns dazu wertvolle Daten von einem Asteroiden, bei dem das schon mal passiert ist. Passiert ist das vor 2 Jahren. Damals ließ die NASA mit hoher Geschwindigkeit eine Sonde in den Asteroiden krachen. Die DART-Mission war ein Erfolg. Die Bahn von Dimorphos veränderte sich deutlich. Damit wurde gezeigt, dass man einen Asteroiden von seiner Bahn ablenken kann. Die Folgesonde Hera soll nun herausfinden, wie genau das funktionierte. Denn vieles ist noch unklar. Wir wissen, dass dieser Einschlag die Bahn des Asteroiden stark geändert hat. Aber wir müssen natürlich, wenn wir es irgendwann mal im Ernstfall einsetzen wollen, müssen wir genau verstehen, inwieweit sich die Bahn ändern wird. Denn wir wollen nichts dem Zufall überlassen, wenn mal ein Ernstfall kommt. Da sollte man am besten genau Bescheid wissen, wie sich so ein Einschlag tatsächlich auswirkt. Nun ist Hera startbereit auf dem amerikanischen Weltraumstartplatz Cape Canaveral in Florida an Bord einer SpaceX-Rakete. Für 3 Wochen gibt es ein Startfenster. Der Flug wird gut 2 Jahre dauern.